Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und ja, ich habe euch schon im letzten Vlog erzählt, es ist etwas passiert. Wir waren feiern und ja, nachdem wir feiern waren, waren wir bei mir zu Hause und da sind einige Sachen passiert. Hallo! Ja, und wie man weiß, wenn man gut dabei ist zu feiern, macht man die ein oder andere Sache, die man nicht machen sollte. Und welche haben wir gemacht? Ja. Wir haben den Stream gestartet. Das wirklich Gute war dabei, dass nur extrem wenig Leute den Stream gesehen haben. Und Leute, ihr wisst, was im Stream passiert, das bleibt im Stream, ne? Das tun wir! Ja, und ihr müsst wissen, wenn wir in einer Partylaune sind, dann ist uns eigentlich alles scheißegal. Und der Gode, dem ist besonders alles scheißegal. Und aber das Allergeilste ist immer noch, wenn der Gude versucht, etwas zu erklären. Moin, moin, ne? Sag ich einfach. Weil moin ist moin, weißt du Bescheid? Wo das jetzt geklärt ist, moin! Wollen wir auch auf unsere guten Manieren darauf hinweisen, wenn wir feiern gehen. Oh nein. Ignoriere das einfach, der Gerd ist voll und gut ist. Das würde ich wegschneiden. Naja, aber wer ist eigentlich dieser Gode? Es begab sich zu einem Zeitpunkt, als der Wladimir. Er hat er hat so eine Rolle Panzertape genommen. Er hat sie mir einfach um den Kopf gebunden. Er hat mir einfach eine Rolle Panzertape um den Kopf gebunden. Und dann plötzlich war ich plötzlich der Ninja Hart. Leute, und der Ninja Hart, ja, der ist ein extremer Party-Überlebungs-Survival-Künstler. Doppelt gemoppelt. Hallo. Deswegen gibt der Ninja Hart uns auch schon den ersten Überlebenstipp. Die leere Flasche kommt in den Kasten. Und stattdessen wird eine volle Flasche wieder rausgenommen. Gude, vielen Dank für den Tipp. Damit kann jede Party nur erfolgreich werden. Und wenn ihr auch mal ein paar Tipps von Gude haben wollt, wo findet man den Gude? Community TS, ts.mucka.de. Das Video neigt sich am Ende zu. Vielen Dank an Godard. Gode, möchtest du auch noch etwas sagen? Ich bin eigentlich so ein Typ, der eigentlich keinen Bock hat, irgendwie im Internet aufzutauchen. Mhm. Hallo, ist mir scheißegal, was ihr von mir haltet. Das würde ich wegschneiden.